Und auf dem Weg dahin schaue ich nochmal beim Judgment Boy rein. Vielleicht gibt er mir noch irgendwelche Tipps. Aber es lohnt sich ja immer in einem Spiel. Was ist denn los? Ist das Catherine? Was ist, wieso ist denn da Catherine? Ich sollte mich verpissen. Dann gehe ich dann doch lieber hier lang. Es sah so aus, als wäre die genau in die andere Richtung gegangen. Shit. Boah, hoffentlich sehe ich mal bald ein bisschen mehr. Das ist so dunkel hier, dass ich überhaupt nicht sehe, wo ich langlaufe. Wie zum Beispiel vor diesem Pfahl. Mal auf hier. So. Ich sag nicht, dass die hier auch kommt. Nee, die ist jetzt in der Lounge. So. Hier, Nico. Und, was hast du jetzt? Pass auf, Radikal. Catherine ist sauer, dass sie ihre Seele genommen hat. Ja, ja, gut. Das habe ich gerade gemerkt. Die wollte irgendwie hinter mir her. Sie jagt dich, wenn sie dich sieht. Ja, gut. Das ist nichts Neues. Stehst du da jetzt drauf, wenn ich dir Schokolade gebe? I'm hungry. Hier, komm. Gib mal irgendwas her. Hallo? Du dreckige kleine... Du Mistvieh! Gib mir meine Schokolade zurück! Haben wollen! Ja... Ich tritt dir gleich meinen Arsch, du scheiß Dreckskatze! Klaut die mir einfach die Schokolade, ich glaub's nicht. So, und dann, ja, genau, wir wollten in die Bibliothek. Da war irgendwas. Wieso klaut ihr mir die Schokolade? Naja, es war immerhin kein Schlüsselobjekt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was man mit Nicht-Schlüsselobjekten machen. Komm mal hier. Was ist das denn hier? Hä? Das war eben noch nicht da, oder? Ich habe das Schlüsselobjekt Selbsthilfebuch bekommen. Okay. Hilft mir das jetzt einfach beim Judgment Boy weiter? Oder wie? Oder was? Oder wo? Gregory Privat Nummer 2. Probiere ich direkt mal aus, würde ich sagen. Vorher noch einen kleinen Zwischenstopp bei mir im Zimmer, weil ich habe noch ein paar Bücher bekommen. Die will ich aus meinem Inventar rauslegen. Und, dann ziehe ich... Ist der Judgment Boy denn zu Hause? Der ist gerade zu Hause, das ist sehr gut. Dann mache ich das doch. Der Neko gebe ich nochmal was zu essen. So sehe ich aus, ey. Naja. Objektkasten. So, Gregory, Privat Nummer 3. Privat Nummer 2. Was denn? Ja, genau. Keine Ahnung, was gerade los war. So, wieder eine Menge Bücher hier reingelegt. Health Chef. Behalten wir mal Bonbons. Was machen denn Bonbons? Freude des leichten Genusses. Das sieht so aus. Na, schauen wir mal, mit wem wir das tauschen können. Legen wir mal hier rein. In die Lobby. So, auf Catherine aufpassen. Die sollte uns nicht den Weg kreuzen. Ach nee, dann gehe ich lieber andersrum. Ist mir zu riskant. Oder? Ach komm, das ist mir jetzt zu weit, der Umweg. Ich will jetzt hier lang. Ich riskiere das jetzt. Boah, wie man aber auch gar nichts sieht, ne? Kann man hier eigentlich was anklopfen? Unterm Schreibtisch. Ein leeren Behälter. Okay. Krass, hier muss man echt alles anklopfen. Darauf steht, geh von der Säule aus nach Norden und klopf an die Wand. Aha. Von der Säule aus nach Norden, das wäre dann hier. Aber ich sehe eh nichts. Was ist an dem Objekt rausgekommen? Ich habe noch einen leeren Behälter. Hm. Gut, okay. Boah, Mann, ich will wieder was sehen. Das ist doch voll ätzend. Also ich sehe genauso wenig wie ihr gerade, so viel steht schon mal fest. So, jetzt muss ich aufpassen. Catherine ist hier in der Nähe, die ist in der Lobby. Vielleicht kann ich ihr ja zuhören. Guck mal, sie singt ein Lied. Was macht denn die da? Aber eigentlich hat die auch nichts Neues mehr, ne? Die ist ja nur noch hinter uns her und will uns, auch wenn ich gerade die Morgennachrichten sehe. Mein ganzer Körper pulsiert vor Aufregung. Meine bebenden
Arme, mein flatterndes Herz, meine zitternde Spritze. Oh, wen kümmert überhaupt der Aktienmarkt? Naja, ich glaube, da eine ganze Menge Leute. Es gibt keinen dringenden Radikal. Bald werde ich... komm, ey. Noch was? Boah, du krankes Stück, ey. Bleib mir vom Leib. So. Wir haben ein Schlüsselobjekt. Lass mal hier reingehen. Judgment! Oh, was ist denn das? Grüne Kräuter und ein Geschenk. Bananen, aha. Hä? War der nicht hier drin? Wo ist er denn hin? Hä? Da unten ist er. Kommt er mir jetzt entgegen? Ja, er kommt mir wenigstens entgegen. Okay. Gehst du in dein Zimmer oder eierst du jetzt hier durch den Flur? Eierst durch den Flur. Komm. Judgment! You're carrying a self-help book, aren't you? Ja, das tue ich. Well then, it's time to judge which path your future will take. Okay. You're a bright young man who's accidentally wandered into a hotel from another dimension. There's only one way to get back to the real world. You must collect lost souls. Ja, so viel habe ich schon rausgefunden. Danke. But the hotel is full of danger. You can't run and you can't hide. So, what do you do? Versuch doch mich aufzuhalten. Alrighty then. Let's ask the scales of truth. Which will it be? Money or love? Only the scales know for sure. Judgment! Judgment! Here we go! Er hat das Herz nicht fallen lassen, er hat das Dollarzeichen fallen lassen. In the end, no matter how tough things got, you never gave up. Ja, genau. At last, you followed the path you had created for yourself and found your way back to the real world. Yay! And that's the truth, see ya? You bravely faced your fears and followed the correct path. I'll give you a fabulous prize. Meint deine Seele? Juhu! Geil, wir haben unsere zweite Seele. Wir haben unsere zweite Seele. Die nehme ich mir aber erst, wenn du weg bist. Sonst kommst du mir nämlich hinterher. So, dann muss ich das nämlich gerade mal anschauen. Wir sind hier. Ich müsste dir im Prinzip hinterher, ne? Egal, laufe ich halt hinter dir her. Wo ist die Seele denn? Hallo, Seele. Ah, hier. Nimm die Seele. Ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, um wieder in unser Zimmer zurückzugehen. Ich latsche dir mal so ein bisschen hinterher, so ganz vorsichtig, weil der ungefähr unseren Weg hat. What are you doing? Ja, ich... Wusstest du, dass ich das Tagebuch führe? Man muss aber jeden Tag was reinschreiben, sonst bringt das nicht. Ja, komm. Was ich mache, ich halte mich von dir fern, du kleiner Drecksack. Ah, hier ist die Speicherstation. Kommt. Nein, 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 verzieh dich. Ich gehe ins Badezimmer. Und warte, bis der weg ist. Weil der will mit Sicherheit jetzt wieder die Seele zurückhaben. Das machen die nämlich. Das machen die Gäste nämlich. Junge! So, der Judgment Boy ist jetzt. Der ist jetzt abgehauen. Dann latsche ich schnell hier lang. Der ist doch... Genau, alles klar. Alles bestens. Ja, geil. Dann haben wir jetzt unsere zweite Seele und ich bin sehr gespannt. Kommt jetzt automatisch ein neuer Gast, wenn wir die Seele abgegeben haben? Oder wie läuft das jetzt? So, wir sind sicher in unserem Zimmer. Ich würde sagen, wir verstauen erstmal alles, was wir bis jetzt noch gekriegt haben. Was
unglaublich viel ist. Wir haben mehrere Behälter bekommen. Komm, einen behalten wir mal. Einen tun wir hier rein. Eine leere Saftdose wirft sie auf jeden Fall in den Müll. Na, ich behalte die mal. Vielleicht ist das so ein Ding wie die Bananenschale. Vielleicht kann man damit später noch irgendwas machen. Health Chef. Health Chef tun wir auch hier rein. Eine Tauschkarte. Okay. Ich habe in der Beschreibung gelesen, dass es irgendwo einen Shop gibt. Ich habe irgendwie noch nicht gefunden, aber vielleicht kann man dann damit tauschen. Also es gibt hier in dem Spiel keine wirkliche Währung, sondern man tauscht hier in dem Spiel Sachen und so. Ja gut. Das Ding hat wahrscheinlich irgendeinen gewissen Tauschwert und deswegen behalte ich das mal. Die Banane brauche ich, glaube ich, bisweilen auch nicht. Der Rest sieht gut aus. Den behalte ich soweit. So, dann lese ich noch eine Runde. Ich habe jetzt immer noch das Selbsthilfebuch. Warum habe ich das noch? Kann ich das dann hier auch reintun? Ne, kann ich nicht. Hm. Okay. Ich möchte ein Buch lesen. Oh, wir haben alle Spritzmagazine. Ja, lesen wir mal das erste. So. Oh, shit. Wir sind jetzt irgendwie... Was ist passiert? Wir sind müde, haben Kopfschmerzen und sind nervös. Na, hervorragend. Okay, gegen Müdigkeit hilft schon mal schlafen. Und, wie kriege ich den anderen Kram weg? Come on now! Give it up! Throw away all them worries! Oh, it's you! Ja, ich habe ein paar Seelen eingesammelt. So, you're old? Shall I take it? So, erste Nacht ist komplett. Hey, you don't look so good. Here, this will fix you right up. Well, won't you look at that? While we've been here jabbering, a whole bunch of new neue Gäste, jede Menge sogar. They got souls too. Good luck there, buddy. Yay. Cool. Judgment Boy.